Und damit herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Ein, zwei Tage später. An der Stelle einmal frohe Ostern. Wir haben heute Karfreitag. Ja, wo fangen wir an? Ich habe ja in der letzten Folge zuletzt das Kohlekraftwerk gebaut. Ja. Und jetzt habe ich offscreen so ein bisschen noch ein bisschen. Noch mehr ein bisschen. Grünzeug gesammelt. Und ein bisschen die Plattform unten erweitert. Was habe ich heute mit ein bisschen? Naja. Auf jeden Fall wird die Plattform heute noch erweitert. Mir ist da ein Fehler aufgefallen. Ich muss da unten das coole Kraftwerk noch ein bisschen versetzen. Sonst komme ich vom Platz her nicht hin. Und das werden wir heute erstmal machen. Ich habe jetzt schon Zeug angepackt. Genug Beton. Hab in der Zwischenzeit auch durch das Abholzen und Erkunden hat sich hier ordentlich Zeug angestaut. Genug Rotoren und genug Rahmen, dass man das gut bauen kann. Und ich habe hier unten nochmal einen Weg nach unten gebaut, dass wir nicht jedes Mal außen rumlaufen müssen. Einmal da runter rennen. Da unten sieht man schon unsere schönen Kohlekraftwerke. Ich werde das jetzt doch mal, wie gesagt, ein bisschen verschieben. Aus Gründen. Da geht's lang. Und habe auf dem Weg noch eine weitere Kohlemine gefunden. Als ich hier unten drunter gestiefelt bin. Wahrscheinlich bin ich da vorher schon x-mal dran vorbeigelatscht. Aber jetzt, wo das ganze Grünzeug weg ist, einmal gucken, wo war die? Genau, da unten. Hier vorne. Jetzt wo das ganze Grünzeug weg ist, kann man auch ein bisschen mehr sehen. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei Stecken gefunden. Vor allen Dingen auch eine gelbe. Das ist eine verbesserte Version der grünen. Es gibt auch eine weitere, aber die habe ich noch nicht finden können. So, hier habe ich schon mal eine Plattform hingesetzt, dass wir uns mit der Kohle hier hochbauen können. Weil dieses Kohlevorkommen brauchen wir für den Stahl. Was noch ein bisschen mühseliger wird, ist noch eine weitere Eisenmine zu finden dafür. Aber ja, da weiß ich auch schon, wo ich die finde. Nur erstmal rankommen. So, weil jetzt sehen wir hier mit den Kohlekraftwerken. Ich wollte ja links oder rechts daneben noch einmal so eine Doppeldreihe haben. Aber weder reicht es in diese Richtung der Platz. Und in die andere, ja, da ist so ein Bogen im Weg. Das heißt, wir müssen das einmal mehr in die Richtung versetzen. Dafür muss ich aber erstmal die Plattform erweitern. So. Bauen wir hier um dieses Ding rum. Einfach nur, damit es gut aussieht. Was mache ich da? Einfach nur, damit es schön aussieht, verballern wir einfach mal unnötig hier unseren ganzen Beton. Ach ja, und diesen Baum da hinten kriege ich nicht weg, der lässt sich nicht abholzen. Leider habe ich auch keinen Busch in der Nähe, um den durch den AOE-Effekt wegzukriegen. Müssen wir mit leben. Haben wir einen Baum, der hier noch besteht. Ärgerlich, aber ich sag mal, es gibt Schlimmeres. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Genau, bis hierhin kann ich. Und ich glaube, da oben war auch noch eine Schnecke. Da komme ich aber. Oh. Doch, da komme ich ran. Ich baue erstmal die Plattform zu Ende und dann baue ich mich da mal hoch. Beton müsste ja reichen. So. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Was sind da Fundamente? Nein. Nein. Da. Ah, da.
einmal die Schnecke holen und dann wieder abreißen. Kriege ich da? Nein. Na, da war er doch. Jetzt können wir sie aufsammeln. Da hätten sich Feuerfliegen. Noch irgendwas? Nö, oder? Da müsste ich auch mal rauf. Ich bin gespannt, was da oben ist. Aber bei Gelegenheit machen wir das. Bei Gelegenheit. Oh. Hätte ich mir fast den Boden oder den Füßen weggeklaut. So. Also, gucken wir mal, ob ich jetzt hier erstmal... Wo haben wir es? Kohlegenerator. Da müssen wir ein bisschen umbauen. Aber ja, gibt Schlimmeres. Da ist die Linie. Oder kriege ich da noch eine Reihe? Nee. Selbst wenn ich hier hinten ganz an den Rand baue. Nein. Aber das geht noch schöner. So. Da kommt noch ein nach rechts. So müsste es. Ja, das kann man so machen. Ja. Baue ich die erstmal in die Richtung und dann kann ich da nämlich alles hinsetzen. Ja. War das nicht direkt dran? Manchmal springt der ganz ruckartig rüber. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon sagte. Hä? Ach, deswegen. Da ist keiner. Theoretisch, wenn ich nachher die schnellsten Förderbänder habe und noch zusätzlich das geboostet habe, also den Miner, den Miner, dann... Na? Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Och, manchmal. So. Dann kann ich da 20 Stück mit versorgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei noch. Das wird erstmal noch nicht gehen, aber dann hat man das schon mal vorbereitet. Genau wie meine gesamte Anlage halt schon vorbereitet ist. Auf größere Mengen. Und momentan halt noch nicht mal ansatzweise auf dem Maximum läuft. So. Jetzt brauchen wir Strommasten. Wo hatte ich die immer hingesetzt? Hatte ich die... Ja. Die hatte ich immer... Theoretisch könnte ich das auch noch schöner machen. Da gucke ich gleich mal. So. Da kommt er hin. Kann mal gucken, wo ich... Achso, das kann ich ja ganz einfach bemessen, indem ich die Splitter baue oder eins schon mal.
So. Dann können wir nämlich auf der anderen Seite auch nochmal. Der ist immer genau an der... So. Dann haben wir eine optische Schönheit. Damit kann man leben, denke ich. So, geht er daran oder geht er an den? Ne, der geht an den. Fehlbau, Fehlbau. So, dahin, dahin, dahin. Der geht darüber. Ich habe ja genug Zeug eingepackt, Gott sei Dank. Na, den wollte er nicht. So. Der ist angeschlossen, der ist angeschlossen, der ist noch nicht angeschlossen. So, da gehen wir runter auf eine Höhe. Das ist die 9. Dahin. Aber überlegen, das wäre die erste Linie. Kriege ich das hin, wenn ich das auf der anderen Seite auch mache? Oh, da bin ich am Überlegen. Weil das wäre nämlich der Plan, dass ich dann auf der Seite auch nochmal eine Doppelreihe. Wenn ich das hier hinbaue. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Überleg. Ich kriege ihn nicht hin, oder? Nee. Grad mal gucken. Wenn ich das jetzt hier hinbaue. Ich glaube, da komme ich nicht runter. Nee. Aber das geht. Okay, Schwein gehabt. Ja, der wird mal ganz frech hier gekappt. Der wird mal ganz frech gekappt. So, da können wir jetzt die Splitter hinsetzen. Im Grunde ist es ja nur ein Anlagenumbau. Von daher sollten die Mats alle reichen. Zumindest bis zum jetzigen Punkt. Und die anderen 10 da hinten kommen halt auch wieder hier gegenüber. So. Hey, yo, die Katze ist tot, die Katze ist tot. Eigentlich ist es die Hex, aber in dem Fall ist es die Katze. Einfach so. Hat keinen weiteren Hintergrund.
Oh, ich werde gleich sehr viel Kohle haben. So. Ja. Na? Ah, jetzt. Oh. Habe ich doch alles noch mitbekommen? Oh oh. Bevor das hier vorläuft, mal die ganze Kohle loswerden. Dürften bis zum Rand gefüllt sein. Haben wir hier noch Platz? Nee. Nee, nee. Das könnte ein bisschen knapp werden. Ein bisschen sehr knapp. Gut. Die weiteren Kohlegeneratoren. Oh, jetzt wird's toll. So, muss dazwischen. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Ich glaube, da habe ich daneben geschossen. So, jetzt. So, jetzt haben wir schon mal 1 Gigawatt durch Kohleenergie. Da war jemand wütend und hat die Tür zugeknallt. Gut. Sehr wütend. Halb wütend, böse. Ja, reißen wir einfach erstmal die Anlage ab. Kann man gucken. Oh. Ja. Ich bin intelligent. So, jetzt haben wir da auch wieder Strom. Wobei, doch, die Leitung brauchte ich. Kriegen wir hier noch ein bisschen Strom. Ups. Dass wir hier volllaufen. Schwebende Leitung. Macht nichts. So. Dann haben wir die Kohle alle weg und jetzt noch die Förderbänder anschließen und die Stromleitung. Sieht das hier ein bisschen schöner aus, dann haben wir nicht dieses hässliche Prozedere, dass es irgendwie durch die Anlage durchläuft. Außer hier. Da hätte ich die. Naja. Nicht so viel. So. Ja. War das jetzt verkehrt? Das war jetzt verkehrt.
brauche dringend die Sprungstelzen. Ganz dringend. Das ist ja ätzend. Und falls da vorne ein Ausfall ist, gehen auch einfach Brücken. Und Förderwelle anschließen. So, wie gesagt, dann haben wir jetzt 1 Gigawatt Leistung plus unsere Gasanlage hätten. Mal gucken. 1,49 Gigawatt. Damit kommen wir erstmal hin. So. Jetzt wird es viel interessanter. Jetzt müssen wir gleich erstmal Stahl freischalten. Überhaupt. Ja. Eine Sache. Wir haben hier 4 verschiedene Förderleitungen bis hierhin. Genau, 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir noch eine andere Sache. Ganz oben haben wir noch einen 5. Hat Gründe, zeige ich gleich. Mietgründen oder Ausgründen. So. Der läuft direkt da drauf. Der auch, der auch, der auch. Eventuell ziehe ich sogar noch einen 6. mit hoch. Aber das muss ich gucken. Denn wir haben ja einmal hier vorne noch einmal Kupfer, falls wir das irgendwann brauchen. Da, wo der tolle Baum ist, den man nicht wegkriegt. Hier. Und dann haben wir was, was wir für unseren Stahl brauchen. Und zwar hier oben. Oh, Schnecke. Außerdem Bäume, die im Weg sind. Die mache ich mal eben kurz weg. In der Hoffnung, dass ich mir mein Inventar nicht komplett zumülle. Blätter. So, den müssen wir abbauen. Aber das Eisen brauchen wir so nicht. Kann weg. So, dann haben wir den ganzen unser Kruppzeug erstmal weg. Schön. Das freut mich. Und hier haben wir nämlich noch eine reine Eisenerzmine. Also was hier an reinen Minen in der Nähe ist, ist heftig. So, der muss weg. Der muss weichen. So leid es mir um dich tut. Und dann kommen wir da sonst irgendwie anders hoch. Nö. Nö. Okay. In der Hoffnung, dass das passt vom Platz. So, na, komm, bau dich dahin. Wieder wechseln. Habe ich hier irgendwas, was ich nicht brauche? Ein paar Blätter, die können in den Müll. Oh. Ups. Ja. Was mache ich denn da? Ich mache Unfug. Ganz gewaltigen Unfug. Nee, das wird nichts. So kommen wir da nicht rauf. So, jetzt kommen wir aber darauf.
Und hier haben wir noch eine schöne Höhle. Höhlen traue ich aber nicht. Da werde ich noch warten, bis ich den Xenobasher habe. Man kann ja einmal kurz einen kleinen Blick reinwerfen. Ich speichere lieber einmal. Sicher ist sicher. Einmal ein Moment. Ah. Ohne Kettensäge kommen wir hier nicht richtig rein. Alles klar. Jetzt gehe ich hier doch rein. Ach, ich kenne mich doch. Hier war nochmal Taschenlampe. War das mit L? Nee. F? Nee, auch nicht. Oh oh. Wo geht's denn hier runter? Alter Schwede. Hier ist doch irgendein Monstervieh. Keine Ahnung. Okay, in der Höhle war ich jetzt bisher noch nicht. Oh. Was? Was ist das denn? Ah! Oh oh. Ich wusste es. Na komm. Put, 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 put. Da. Okay, mit der Faust zugeschlagen. Warum? Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Mal gucken. Oh, oh. Da, da. Ich habe keine Lust auf die großen Spinnen. Spricht der auch mit einem? Mal gucken. Strongly advise you to harvest this specimen. Ja. Soma Sloop. Whip. Das war ja noch nicht. Ja, Ende der Nummer. Will not give you anything. Bringt also noch nichts. Aber man hat es schon mal. Man hat es schon mal. Ich habe gerade ein kleines Déjà-vu. Ich weiß nicht wieso. Oh Gott. Aber, kleiner Cliffhanger, bevor wir hier weiter reingehen, sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und habt noch einen schönen Tag.